Dann, oh, jetzt hast du mir den Ulysses überlassen, na toll. 16.06., 8 Uhr, da geht's los, das Drama. SWR 2 wird nämlich der Ulysses gesendet, Teil 1 bis 18 von James Joyce. Tja. Wenn man Originalisch mit reinnimmt, wird es wahrscheinlich dann 24 Stunden dauern, bis er fertig ist. Kann ich mir vorstellen. Also wer Zeit und Lust hat, an dem Wochenende nichts anderes vorhat, kann sich also von 8 bis 8 beschallen lassen mit James Joyce. Ja, viel Spaß dabei. Ja. Ihr könnt uns ja dann mal schreiben, wie ihr es fandet. Ja, so ein Erfahrungsbericht. Und ob jemand durchgehalten hat. Das würde mich auch mal interessieren, ob sich wirklich jemand die Mühe macht, so lange sich vors Radio zu setzen. Ja, es kollidiert dann leider. Ja. Denn um 18.05 Uhr geht es dann mit Dubliner los im WDR 3, Teil 1 bis 12. Genau, die gibt es auch am Stück. Und zwar ist das die BR-Produktion aus diesem Jahr. Die gibt es auch auf CD beim Hörverlag. Da hatte ich ja auch schon mal mich mal zu geäußert, so den ersten Eindruck, dass ich den nicht so toll fand, weil es überhaupt kein Hörspiel ist. Also das ist, in meiner Begriffung ist das einfach runtergebetet. Man hat zwar ein paar Rollen verteilt, aber im Endeffekt liest man nur vor und mir fehlt da einfach so die inszenatorische Genialität, die Ulrich Lampen sonst an den Tag legt. Das war mir eigentlich deutlich zu wenig. Die Story, ja, fand ich besser wie den Ulysses, aber jetzt auch nicht unbedingt das, was ich täglich hören musste. Ja, und wer die ersten Folgen von Ulysses nicht gecheckt hat oder keine Lust mehr hatte, der kann gleich nochmal hören. Ja. Um 20.05 Uhr gibt es nämlich im DLF dann gleich weiter mit Teil 1 bis 7 von Ulysses, also nochmal. Und wir warten derweil auf Godot. Genau, der kommt, den gibt es ja auch noch, den gibt es auch noch am 16. Um 21 Uhr im DRS 2, da läuft der erste Teil von Samuel Becketts berühmten Drama, das ich noch nicht gehört habe und du auch noch nicht gehört hast. Da können wir noch nicht viel zu sagen, außer das ist ja schon ein Name, kennt man ja, Warten auf Godot. Ja. Weißt du, mir fällt auch nichts ein. Wir warten einfach mal. No. Es passiert nichts. Lassen wir jetzt einfach den 16.06. Geschichte sein und gehen zum 17.06. Oh, denn Da läuft wieder was, wo man dann ein bisschen mehr drüber erzählen können. Und zwar auf NDR Info um 21.05 Uhr läuft Bootcamp von Morten Rhue. Das ist ein richtiger, fetter Knaller, das Ding. Ja, Morten Rhue kennt vielleicht der ein oder andere von Die Welle. Das ist ja wohl sein berühmtestes Buch, aber Bootcamp ist nicht minder interessant, würde ich sagen. Also das ist auch eine sensationell bitterböse Geschichte um ein Erziehungscamp, in dem aufsässige Jugendliche, ja, die Leviten gelesen werden, und zwar ordentlich und mit irgendwelchen Drill Sergeant, das Guantanamo für 15-Jährige. Ja, die dann natürlich versuchen, dem Ganzen zu entkommen, und um das geht's dann im Grunde. Also das Ding ist knüppelhart, genauso knüppelhart wie der Inhalt ist die Inszenierung, die einfach, ja, großartig umgesetzt. Man fiebert mit und bis zur letzten Sekunde. Ganz tolles Ding, einschalten. 21.05 Uhr, 7.06. NDR Info. Der berühmte Krimi-Termin am Montagabend, am 18.06. 21.33 Uhr beim Deutschlandradio Kultur. Da gibt es auch wieder eine Ursendung, die wir noch nicht gehört haben, weil die garantiert noch nicht fertig ist. Und zwar Jörg Graser schlägt zum dritten Mal zu und bringt seinen Kreuzeder zurück. Kreuzeder und der Tod im Wald heißt das gute Stück mit Sigi Zimmerschied. Kreuzeder war ja der erste Teil sensationell gut. Leider fiel dann der zweite Teil dazu deutlich ab und umso gespannter bin ich jetzt auf den dritten Teil, ob der an den ersten wieder anknüpfen kann und die gleiche Qualität bringen kann. Freuen tue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, schlechte Krimis gibt es im Deutschlandradio kaum. Also die Gefahr ist da nicht besonders groß, dass es ganz große Mist wird. Also von daher, einschalten darf man da bestimmt. Jo, das gilt im Grunde auch für den 19.06. 20.05 Uhr. Da läuft im WDR 5 nämlich der erste Teil von Ruhe los von William Boyd. Ich habe es erst angefangen zu hören und fand es schon relativ gut. Aber du hast es schon komplett gehört. Ich habe es gehört. Es ist eine sensationell gut erzählte Agentengeschichte, bei der es um eine Frau geht, um eine Ex-Agentin sogar, die mittlerweile im Ruhestand ist, aber immer noch von der Vergangenheit verfolgt wird. Und quasi ihre Tochter jetzt in die Ermittlungen einsteigt und da quasi nochmal so einen alten Fall, wo der Deckel noch nicht ganz drauf ist, sich nochmal annimmt. Es ist ein Zweiteiler und der ist sensationell gut erzählt, hat ganz viel britisches Flair, wirklich gut vom NDR inszeniert worden, und gerne, gerne darf man da einschalten.
Das gilt auch für den 20.06. Die Mitte des Monats wird wirklich stark. Ebenfalls ja. 20.05 Uhr, da läuft nämlich im NDR Kultur das wunderbare Drama, die Herrenausstatterin von Mariana Lecky, in der es um eine Frau geht, deren Mann gestorben ist, der sie aber vorher betrogen hat. Und es geht im Grunde genommen um den Abschied der Frau, die sich von ihrem Mann löst langsam. Und da spielen noch zwei andere dann eine Rolle. Ein Mann, der auf einmal bei ihr im Bad sitzt, in der Badewanne. Und dann noch ein Feuerwehrmann, der vor ihrer Tür steht mit einer Taschenlampe und mit einer Taschenlampe nach dem Feuer sucht, das in ihrer Wohnung sein soll. Wenn man das jetzt so hört, denkt man sich, das ist ja völliger Bullshit und Blödsinn. Aber sobald man in dem Hörspiel drin ist, ist das überhaupt nicht verwunderlich. Das ist einfach so toll erzählt, dass diese merkwürdigen Gestalten da so wunderbar reinpassen und man sich überhaupt nicht fragt, was sie da verloren haben. Das ist wie selbstverständlich, dass sie da auftauchen. Auch wird es selbstverständlich, dass der alte Mann in der Badewanne auf einmal Löcher bekommt und eigentlich tot ist. Das stört einen alles gar nicht. Hey. Das ist einfach eine sehr, sehr traurige, melancholische Geschichte, die ganz, ganz, ganz toll erzählt ist. Das ist wirklich ein super Text einfach. Die Inszenierung ist zurückhaltend gehalten und hat mich wirklich bis zur letzten Sekunde total gepackt. Ein ganz wunderbares Teil. Ja, das kann ich echt nur erzählen. Es hätte auch nicht mehr gebraucht. Also ich finde das, weil das die Story sich einfach so gut erzählt, so einfach ist, das wirkt einfach auch total gut. Also ich fand das sehr, sehr bewegend. Also ich würde auch dringend empfehlen, mal einzuschalten, wer mal was außerhalb der gewöhnlichen Pfade sucht, der ist hier richtig, ohne dass es gleich, dass man gleich mit Kunstkacke zugeschmissen wird. Oder mit Kannibalen beschallert. Genau. Dann haben wir einen Geburtstag zu feiern, nämlich Roar Wolf wird 80 Jahre alt. Genau, der große Hörspielautor, der mich nicht immer überzeugen konnte, aber mit dem, was am 20.06. um 21.30 Uhr bei HR2 läuft, damit konnte er mich schon überzeugen, weil das ist sensationell gut. Und zwar heißt das Ganze Cordoba Juni 1305. Das klingt so nach Kolumbus oder was? Ja, Cordoba sagt ja vielen was. Es geht tatsächlich auch um die Schmach von Cordoba. Das Spiel Deutschland gegen Österreich 1978. Jo, nein, ich werd narrisch. Und zwar macht Roar Wolf gar nicht viel mehr, als die beiden Reporter gegeneinander zu schneiden. Den deutschen Radioreporter und den österreichischen Radioreporter. Und es ist so sensationell, wie dieses Ganze kippt. Also der Österreicher, der am Anfang total unterwürfig ist und sagt, oh Gott, hoffentlich werden wir hier zweistellig vom Platz geschickt. Und der Deutsche, der halt eben die Überlegenheit so quasi so nach dem Motto, ja Gott, jetzt haben wir halt noch die Österreicher, die müssen wir jetzt auch noch irgendwie da wegpacken und das wird halt alles ganz locker. Und wie diese Stimmung dann halt kippt, als dieses 1-0 fällt, und das ist so sensationell gut und macht so einen Spaß zum Hören, auch wenn Es immer noch wehtut. Es einfach wehtut, dabei dass man gegen Österreich da unterlegen ist, aber dieses Hörspiel reißt halt doch einiges wieder raus. Das ist wirklich total lustig. Ja, dann haben wir am 22.06. 14.05 Uhr WDR5 den dritten Teil von Herrn Bello, dem Wiedersehen mit Herrn Bello, also nicht dem zweiten Teil, ne? Und am gleichen Tag am Abend, 22.04 Uhr im RBB, etwas, worauf wir auch schon öfter mal hingewiesen haben und jetzt läuft das Ganze nochmal, nämlich auf der anderen Seite von Alexander Brabant ein ganz, ganz tolles Hörspiel über Medienmachenschaften und über gescheiterte Existenzen und eben was die Medien draus machen. Genau, dieses Thema Real Doku und Scripted Reality, das wird da ganz gut aufgegriffen und bekommt dann eine bitterböse Geschichte dazu. Ja, fein. Kein Wort zu Osterbeek. Da geht es auch, hat auch einen realen Hintergrund. Da geht es um die, ich glaube, Billerbeck-Verschwörungstheorie, beziehungsweise nicht Verschwörungstheorie. Billerbeck gibt es ja wohl wirklich. Also es ist so eine Konferenz mit irgendwelchen Mächtigen, die angeblich tatsächlich die Geschicke der Welt lenken. Also diese Politiker, die gewählt wurden, die sind ja nur Staffage und die wichtigen Entscheidungen werden in Billerbeek. Und in dem Fall heißt es hier Osterbeek getroffen. Und über diese Konferenz und die Machenschaften dort erzählt Daniel Götsch ein Hörspiel,
Den kennen wir ja von dem Grenzfall der Pirat vom Bodensee, den wir am Anfang erwähnt haben. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Hörspiel, gerade für diejenigen, die so etwas den Verschwörungstheorien hinterherhängen und das immer interessant finden. Die sollen da gerne mal ein Ohr riskieren. Am 22.06.22.33 Uhr SWR 2. Wie hast du mal gesagt, Offenbarung 23 in gut. Genau. Dann am Tag darauf, na ach, jetzt habe ihn ich schon wieder, den ja, Freitag auf Samstag, ne? 0.05 Uhr, die Deutschlandfunk, die Chamisso-Falle von Joy Markert, da wird Cher Ebinger wieder ausgegraben, ja, nicht wirklich ausgegraben. Ja, also die Geschichten haben mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Chamisso-Falle fällt ein bisschen ab gegenüber den anderen Fällen, ist aber trotzdem immer noch hörenswert, finde ich. Ja, es geht ja immer darum, dass also irgendein Ereignis oder eine Person aus der Vergangenheit da und ein Fall in der heutigen Zeit miteinander verquickt werden. Und das klingt Joy Markert ganz gut. Chamisso fällt, wie gesagt, hast du schon gesagt, fällt ein bisschen ab, aber immer noch hörenswert. Jo, dann wieder etwas, worauf wir auch schon hingewiesen haben, im letzten Monat, glaube ich, lief das schon mal. 23.06. 15.05 Uhr geht's los. BR2, der erste Teil von Ludwigshöhe von Hans Pleschinski. Dieses sehr skurrile Hörspiel über eine Erbschaft. Also es erben mehrere Leute eine Klinik und müssen die mit einer speziellen Klientel, ohne zu viel zu verraten wollen, füllen und die entsprechend führen, um halt eben dieses Erbe zu bekommen. Und das stellte die ganzen dann vor einige Schwierigkeiten. Jo. Und das ist sehr, sehr hörenswert erzählt. Eine sensationell gute Story, nicht nur für jüngere Leute, ist Das Mädchen, das Löwen sah. Das ist ein Zweiteiler, der läuft ab dem 23.06. um 16.05 Uhr bei SWR 2. Ist eine gute Geschichte über ein Pflegekind, was in einer englischen Familie aufwächst. Das einzige Manko daran ist wirklich das Ende, das mir ein bisschen zu dick aufgetragen ist und zu sehr auf Happy End macht. Das ist vielleicht nicht ganz so schön, aber diese Story dahin, dieses Mädchen, das in Afrika aufwächst und was es da erlebt, wunderschön erzählt und sehr ergreifend und aber auch sehr glaubwürdig und authentisch erzählt. Dann warten wir immer noch auf Godot. Teil 2 kommt am 23.06. um 21 Uhr. Und dann aber geht's richtig rund. Ah nee, das ist ja parallel. Oh, schade. Am Ende der Info gibt's nämlich ein ganz, ganz tolles Hörspiel zu hören, nämlich It's Your Turn von Hugo Rentler. Ein vor allem sehr, sehr lustiges Hörspiel über eine schiefgehende Entführung. Ein etwas geistig zurückgebliebener, würde ich mal sagen, also vermeintlich zurückgebliebener, der mit seiner Freundin, einer Friseuse, eine Oma entführt und dort Lösegeld erpressen will, was nicht so wirklich funktioniert. Aber es nimmt seltsame Ausmaße an. Das heißt, vor allem sehr humorvoll. Schreiend lustig. Ja, also wirklich ein sehr, sehr lustiger Krimi. Freunde des Humors werden hier bestens bedient. Sehr, sehr lustig eben. Ist eigentlich dann auch das, was am nächsten Tag läuft, am 24.06. 14.04 Uhr im RBB. Da wird man gar nicht vermuten, dass das lustig ist, wenn man den Titel hört. Das heißt nämlich Tötet den Schiedsrichter von den Gebrüdern Breschniakow. Das ist zum Hörspiel des Monats Januar auch gewählt worden, 2009. Mal ausnahmsweise mal was Gutes. Ja. Das ist vor allem eine sehr skurrile Zusammensetzung von Leuten, die ein Fußballspiel angucken. Und deren Wut, es ist gar nicht mal so überbordende Wut. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Wut und lass uns mal irgendwas machen und wir kommen hier nicht raus und bla 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 und alles ist scheiße. Lass uns mal den Schiedsrichter umbringen. Genau. Dann machen die sich auf in die Türkei, gehen in ein Hotel und wollen den Schiedsrichter umbringen. Und was da passiert, das ist dann sehr, sehr skurril. Eine komische Mixtur an skurrilen Persönlichkeiten und skurrilen Begebenheiten. Und es ist vor allem sehr, sehr lustig dann letztendlich. Dann hat ja immer noch Rohr Wolf Geburtstag und da gibt es dann auch nochmal Hörspiele und zwar Leben und Tod des Kornettisten Big Spiderbecke. Das ist ein Hörspiel, was mich nicht ganz überzeugt hat, aber Rohr Wolf Fans finden das auch richtig gut. Das läuft zweimal und zwar einmal am 24.06. um 18.20 Uhr auf SWR 2 und am 25.06. um 22 Uhr bei MDR Figaro. Dann kommt ein absoluter Knaller am 25.06. ein Hörspiel, auf das wir auch schon mehrmals hingewiesen haben.
Und das war natürlich der Krimi-Termin im Deutschlandradio Kultur, 21.33 Uhr. Und die haben sich wieder was ganz Tolles rausgesucht, nämlich Clarimonde von Hans-Heinz Evers. Ja, das vielleicht einige aus dem Gruselkabinett unter dem Titel Die Spinne kennen. Das ist, also wenn die Gruselkabinett-Folge ist schon sensationell gut, aber Clarimonde, die gleiche Story erzählt und nochmal einen ganzen Ticken besser. Dann haben wir Teil 2 von Ruhelos am 26.06. um 20.05 Uhr im WDR 5. Wieder was vom Deutschlandradio, die berühmten Krimi-Termine, aber diesmal läuft das Ganze bei BR2 am 27.06. um 20.03 Uhr. Und zwar Heldentod von Dirk Jostschok, das hatten wir auch schon mal drauf hingewiesen. Jo. Es geht um einen, wie soll man sagen, vermeintlichen Vergewaltiger. Ja, man muss vermeintlich sagen, glaube ich, ja, in dem Fall. Und ja, die Jagd nach ihm, der stellt halt in der U-Bahn Frauen nach. Jo, und das Ganze stellt sich dann doch, vermischt dann so ein bisschen diese Opfer-Täter-Geschichte und ja, hat einen sehr interessanten Hintergrund und allein deswegen sehr hörenswert, aber es ist auch sehr spannend erzählt und inszeniert worden. Ja, stimmt, es hat beides und eben obendrauf diese Perspektive, die ja das ganze Ding nochmal irgendwie außergewöhnlich macht. Also wirklich ein ganz tolles Teil. Das wird auch wiederholt, tags darauf um 21.03 Uhr. Dann wieder sind wir mit Tambello Teil 4 am 29.06. um 14.05 Uhr. Wieder am gleichen Tag, der Krimi-Termin bei SWR 2. Da gibt es eine Ursendung und zwar kommt Arsène Lupin nochmal zurück und zwar duelliert er sich mit Herlock Sholmes im Duell der Meister. Hast du dich versprochen? Nein, habe ich nicht. bin ich mir sicher. Also es heißt Herlock Sholmes, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Und, das ist ja fast schon ein bisschen albern. Es ist jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, der vierte Teil dieser losen Reihe von mit Arsène Lupin von Maurice Leblanc. Hat man ja schon vor Jahren die ersten Hörspiele gemacht. Immer mal wieder kommt ein Teil, so alle Jahre. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Es ist eine Doppelfolge. Der erste Teil, wie gesagt, am 29.06. bei SWR 2 um 22.03 Uhr. Die fand ich immer ganz gut, aber ein bisschen lang immer irgendwie. Ja. Mal hören, wie das jetzt wird. Dann, wer es atmosphärisch mag, der darf dann auch den Kaugummi-Monat einschalten. Der läuft allerdings parallel zum Arsène Lupin und zwar um 22.04 Uhr bei RBB Kultur. Ist ein Inselkrimi von Werner Buß, auch wieder, wie es für gute Krimis gehört, vom Deutschlandradio produziert aus dem Jahr 2005. Das ist so eine kleine Reihe mit Krimis, die auf der Insel spielen und die dieses maritime Flair haben und sehr, sehr hörenswert sind. Also wer sowas mag, der darf da gerne einschalten. Dann kommt am 30.06. was? Ach, hier wieder Umschlag, ja, ne? Im Deutschlandfunk. Ein Hörspiel mit einem ganz tollen Titellied. Ja. Kleines Haus am Wald von Jan Eick. Und ich sah es fast, muss man sagen, das Titellied ist fast noch das Beste daran. Also es ist wirklich. Also ich hatte ja, ich glaube im letzten Monat hatten wir schon mal ein Hörspiel von Jan Eick, was ich eigentlich ganz nett fand, weil es halt auch dieses Rundfunk der DDR-Flair hatte, so dieses Polizeiruf, dieses etwas traditionell, etwas altbackene und verstaubte. Aber Kleines Haus am Wald. Das hatte gar nichts. Doch, ein Titellied. Ein Titellied, ja. Das kann man jetzt auch nochmal einspielen. Das kann man gar nicht oft genug hören. Ja, so wollen wir aber nicht aus dem Monat scheiden. Nein. Nämlich am 30.06. kommt um 15.05 Uhr im BR2 nochmal, nicht nochmal, der zweite Teil von Ludwigshöhe und um 16.05 Uhr das Mädchen, das Löwen sah, auch der zweite Teil. Und dann sind wir auch schon mit dem Radio Monat Juni durch. Ja, das war's. Das war's.